Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mit einer neuen Marke vom Markenfriedhof, also eine Marke, die vom Markt und aus der Bekanntheit verschwunden ist. Die heutige Marke ist Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser, so begann der Werbespot, den wir relativ lange im Fernsehen sehen durften. Der Herr Kaiser war eine Werbefigur der Hamburg-Mannheimer und wurde bereits im Jahr 1972 ins Leben gerufen und war dann in verschiedenen Fernsehspots regelmäßig präsent. Er war der sympathische Versicherungsvertreter von nebenan, der auf jedes Problem eine Versicherungslösung hatte und dabei immer charmant und auch korrekt geblieben ist. Im Jahr 2002 hatte der Herr Kaiser eine Markenbekanntheit von über 86% in Deutschland und somit war die Marktdurchsetzung, Marktdurchdringung, wie man das sagt, so gewaltig, dass ihn eigentlich jeder kannte und damit auch die Hamburg-Mannheimer als Versicherungsunternehmen. Im Jahre 2009 dann wurde die Hamburg-Mannheimer verkauft oder übernommen von der ERGO-Versicherungsgruppe. Und unter dem Dach der ERGO-Versicherungsgruppe wurden verschiedene Versicherungen und Lebensversicherungen und Finanzdienstleister zusammengefasst. Das heißt, auch die Victoria-Versicherung wurde unter das Dach der ERGO strukturiert oder auch Karstadt Quelle, auch ein sehr bekannter Versicherungsbegriff. Wer Quelle kannte, kannte auch Karstadt Quelle. Die Versicherung, die man dort erwerben konnte, wie auch immer. Unter dem Dach der ERGO wurden verschiedene Unternehmen vereint und die ERGO-Gruppe hat beschlossen, einen gemeinsamen Außenauftritt zu erwirken, zu gestalten, dass nur noch der Begriff ERGO bekannt gemacht werden sollte. Und im Zuge dessen ist auch der Herr Kaiser in Rente gegangen. Das heißt, von 1972 bis in das Jahr 2009, bis zur Übernahme, das sind immerhin 37 Jahre. Man kann sagen, ein normales Arbeitsleben lang war der Herr Kaiser die Symbolfigur der Hamburg-Mannheimer. Und er ist dann klassischerweise, wie andere in seinem Alter, dann in Rente gegangen. Der Herr Kaiser ist damit zwar in Rente und vom Markt verschwunden, allerdings, und das finde ich sehr, sehr interessant, habe ich im Markenregister mal nachgeschaut, was denn aus der Markeneintragung geworden ist. Und siehe da, mit der Übernahme der Hamburg-Mannheimer oder Aufnahme der Hamburg-Mannheimer in die ERGO-Gruppe wurde auch die Marke Herr Kaiser auf die ERGO-Gruppe übertragen. Und man glaubt es kaum oder man ahnt es schon, die Marke wird am Leben gehalten von der ERGO-Gruppe. Das heißt, im Jahr 2019 wurde die Marke um weitere 10 Jahre verlängert bis 2029. Das lässt darauf schließen, dass vielleicht der Herr Kaiser nicht unbedingt zurückkommt, weil er ja für die Hamburg-Mannheimer steht oder stand. Aber es durchaus denkbar ist, dass der Herr Kaiser das eine oder andere Mal noch auftreten wird. Wem der Herr Kaiser kein Begriff ist, dem empfehle ich, sich auf YouTube umzuschauen. Denn auf YouTube gibt es einige Spots zu sehen mit dem Herrn Kaiser und auch der bekannte Unterhaltungskünstler, so nenne ich ihn mal, Didi Hallervorden, hat in einigen seiner Sketche aus der Hamburg-Mannheimer die Humbug-Mülleimer gemacht. Sehr, sehr witzige Wortkreation. Wie gesagt, ich empfehle YouTube, um mal sich zu vergegenwärtigen, wie sympathisch die Werbespots waren und auch was der Herr Hallervorden daraus gemacht hat.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Zu einer Marke vom Markenfriedhof. Heute war das der Herr Kaiser, der sich da nahtlos einreiht zu anderen Werbeikonen. Ich erinnere nur an die Clementine für Waschmittel oder auch die Tilly für die Spülhände. Dazu mache ich vielleicht mal ein extra Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Das motiviert mich sehr. Und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, heute gibt es eine neue Marke vom Markenfriedhof. Ich wünsche ein schönes Wochenende und sage Servus aus Brand Village.